Dr. Love am Apparat. Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind gerade am Flughafen. Wir fliegen jetzt nach Jeju Island. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und ja, eigentlich wollten wir mit der Fähre fahren, die dauert aber 12 Stunden die Überfahrt und wäre sogar teurer gewesen als der Flug. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, 6:30 und wir sind schon sehr gespannt, aber es regnet leider. Ja, beziehungsweise es hat heute Morgen sogar geschneit, wo wir angekommen sind. Wir hoffen, dass das Wetter gut wird und das ist nämlich unser schöner Abschluss hier in Südkorea. Wir sind jetzt auf Jeju angekommen, haben uns wieder ein Auto gemietet und fahren jetzt erstmal zu einem Café oder Restaurant, wie man es nimmt, weil wir erst um 3 Uhr einchecken können. Erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Es gibt viele Palmen und es ist vor allen Dingen grün. Ja, nur unser Navi ist richtig mies. Wir haben uns das auf Englisch eingestellt und das Einzige, was Englisch ist, sind die Buchstaben, aber also die wir tippen können, aber alles andere ist trotzdem auf Koreanisch. Also versteht man kein Wort. Jetzt versuchen wir es gerade mit Maps.me wieder. Wir hoffen, es funktioniert. Okay, wir sind mal gerade total am Abbrechen, denn damit hätten wir nicht gerechnet. Es war halt nicht vorhergesagt, aber es liegt mal echt Schnee hier und es schneit auch gerade. Also. Und die Frau bei der Autovermietung hatte gesagt, nicht über die Berge fahren, da ist sehr rutschig, weil es geschneit hat. Ich denke so, ja. So weit hoch kommen wir gar nicht und jetzt ist hier alles weiß. Guckt euch das mal an. Ich meine, ihr kennt es ja, aber für uns ist es jetzt total verrückt, jetzt Schnee zu sehen. Tja, kalt ist es auch noch, wa? Guckt mal, alles weiß da oben. Alles weiß in den Bergen da. Also damit, ich hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Keine weiße Weihnachten dafür, einen weißen Ostern. März. Ostern. Genau. Wir haben gerade mal überlegt, weil wir das letzte Mal den Schnee gesehen haben und das ist vor anderthalb Jahren gewesen. Aber schau mal, hier gibt es einen Teil. Oh Gott, die sind mir gefallen. Total robuste Marienkäfer. Denn beim Schnee gibt es die hier sogar. Er ist zwar drinnen, aber voll süß. Und so einen haben wir auch echt schon ewig nicht mehr gesehen. Nee. Jetzt putzt er sich erstmal. Wir haben jetzt in unserem Hotel eingecheckt und fahren jetzt mal nach oben. Sieht auf jeden Fall schon richtig schön aus hier. Nein. Cool, wir haben einen Eckzimmer-Schatz. Echt? Blick aufs Meer, ja. Ach nee, oder ganz hinten ist das Eckzimmer bestimmt. Ui. Oh, schön. Cool. Ah ja, mega, wir haben eine Küche. Ja? Ja. Können wir gleich nochmal einkaufen. Riesen Kühlschrank. Cool. Voll das Riesending. Mega. Voll schön. Ja, und hell. Ja. Und der Boden ist cool. Haben die erstmal den Boden hier kaputt. Aber cool. Dann haben wir, glaube ich, hier mehr Blick, ne? Der Seite. Ja, zeig mal. Ja, ja. Schön. Stark. Geht ins Badezimmer. Ich glaube, wir müssen erstmal die Karte reinstecken. Ne? Ja, warte. Boah, das ist auch voll riesig. Voll schön. Hier ist die Toilette. Hier ist die Dusche. Riesen Duschkopf da oben. Krass. Hier ist das Bad. Und da kannst du dann ins Schlafzimmer gehen, ne? Ja, ne, haben sie zugemacht unten. Ach so. War mal eine Schiebetür.
Und hier ist, glaube ich, ein Schrank. Ich glaube, hier. Hier ist noch ein Schrank. Hier habe ich gedacht auch, aber... Hallo. Schön, das zahlen wir jetzt für 3 Tage. Ich glaube, 130 Euro, ne? Ja. Dafür ist das echt gut. Finde ja, finde ich auch. Vor allem, echt schön. Korea echt teuer ist nochmal. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben heute besseres Wetter. Okay, gerade scheint hier nicht die Sonne. Wir sind aber jetzt wieder auf dem Weg auf die andere Seite der Insel, denn wir schauen uns wieder einen sehr, sehr schönen Park an. Euch hat ja letztens der Penispark auch so gut gefallen. Uns auch. Dir vor allem. Diesmal ist aber auch was für die Männer dabei. Also seid mal gespannt, was uns erwartet. Wir sind es auch. Wir müssen jetzt erstmal aussteigen, denn hier liegt so viel Schnee, das ist ein richtiges Winterwunderland. Das kennen wir gar nicht mehr, ne? Krass. Ist lange her. Oh, das ist gerade total unreal für uns und wir steigen jetzt nochmal aus, weil da sind auch so mega Schneemassen. Aber es ist richtig schön. Also für so eine halbe Stunde finde ich das gerade richtig schön. Ja? Echt Toilette, ne? Hoffen wir. Wisst ihr, dass es gar nicht so kalt hier ist? Also die Sonne scheint ja. Aber ich glaube, die ersten Tage in Südkorea haben wir mehr gefroren als jetzt gerade. Viel mehr, viel, viel mehr. Viel mehr, ne? Ja. Also es fühlt sich gar nicht so kalt an. Nee. So, 5 Minuten gefahren und der Schnee ist weg. Da oben waren wir eben übrigens. Ja. Thank you. Bye. So Leute, die Tickets sind gebucht und jetzt geht's wieder los. Da ist direkt schon wieder der nächste. Hier, guck mal links, der Kollege. Wow. Leute, da geht's wieder los. Jessie ist wieder in ihrem Element. Der nächste Park. Ja, diesmal sind wir im Love Island gelandet und wie ich versprochen habe, gibt es auch was für die Männer. Hier vorne ist direkt die Toilette, da fängt es schon mal gut an. Daniel. Tolle Türgriffe. Also. Und da hinten für die Frauen ist auch nicht schlecht, oder? Ja, das sieht aber nur gut von der Seite aus. Ja? Ey, hier sind sogar Diamanten drauf. Diamanten. Echte Diamanten, oh mein Gott.
Hier geht's direkt gut los für uns Männer und die ist irgendwie auch ein bisschen feucht, glaube ich, oder? Irgendwie tropft die hier. Was ist denn da los? Immer den Penissen nach. Die sind schon leer. Ganz schön Teich. Guck mal. Was ist das denn hier? Es gibt sogar Spitzbergen. Da hinten. Shit, was ist das denn, Perverses? Das kannst du mir, das hilfst du nicht. Doch. Geh mach mal langsam. Leute, jetzt wird's mir zu bunt, was es hier für Maschinen gibt. Nee, nee, nee. Wenn es sowas in Deutschland gibt, dann wird es mehr Frauen geben, die Fahrrad fahren, glaube ich. Ich würde sagen, das hier ist auch eine Art Kunst. Ja. Sieht man nichts. Nee, hört man nicht. Da wird drin gestöhnt und das Auto wackelt. Ist ganz lustig. Oh, stolper ich schon. Spezielles zu kaufen und zwar zum Essen. Für Frauen und für Männer. Also ich habe es euch ja im letzten Video gesagt, hier gibt es tatsächlich Pilze. Es ist nicht so unterschiedlich. Da stehen sie. Ganz lustigen Automaten und wir probieren das jetzt jeder einmal. Wenn wir was gewinnen, verlosen wir das an euch. Oh, das aber. Das hier auf die Kurve, aber nicht so. Nein! Langsam. Nein! Ich habe die Pizza, oder? Guck mal, jetzt kriegst du den nicht. Ich kann nicht weiter zurück. Dann sind wir schon hier gekommen. Was denn?
Wir sind jetzt gerade in so einem Museum drin, das ist auch ganz witzig. Hier gibt es so allerhand Sexspielzeug und ähnliches zu sehen. Müsst ihr auf jeden Fall mal reingehen. Dr. Love am Apparat. Wir haben jetzt endlich mal ein vegetarisches, traditionelles Restaurant gefunden. Wir sitzen auch gerade hier auf dem Boden und haben dann bestellt. Wissen eigentlich gar nicht, was es alles genau ist. Es ist aber vegan. Ja. Und ja, sind mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, der ganze Tisch ist voll. Ja, witzig war nur, wir haben dann bestellt und haben der Frau unsere Portionen gesagt und irgendwie hatte die das nicht ganz verstanden. Die hat, glaube ich, fast alles nochmal doppelt gebracht, aber am Schluss ja, haben wir es dann doch hinbekommen. Viel. Aber wenn ihr das jetzt seht, das ist echt mega viel. Ein Riesenblatt hier. Ich glaube, das ist süßer Reis hier, so wie Sticky Rice ist das was. Ist cool. Ist das? Guten Appetit. Guten Appetit. Ist auf jeden Fall sehr lecker, ist mal was ganz anderes, weil so koreanisch haben wir, glaube ich, noch nie gegessen, ne? Mm-mm. Und das hier ist irgendwie so wie so ein süßer Reis, wie Mango Sticky Rice, würde ich sagen, oder? Mm. Und dann sind das hier so... Puffer? Hier so Puffer, ich weiß nicht, ob man sieht. Das hier ist so ein Salat, der ist auch ganz gut. Das hier schmeckt wie eingelegte Süßkartoffel. Das ist mir aber ein bisschen zu scharf. Dann darfst du das nicht probieren. Das ist auch scharf? Mhm. Das ist so viel, ich glaube, wir müssen das noch mitnehmen. Das ist ein bisschen schade, Jessie hat extra gesagt, nicht schade. Wie vor, nicht scharf. Nicht schade, nicht scharf. Und es ist doch teilweise das hier zumindest sehr scharf. Aber es ist sehr, sehr gut. Mhm. Das hier von den Lotusblüten, ne? Ja. Mhm. Hier von den Lotusblüten so ein Stück. Das Innenteil. Hast du das schon probiert? Mhm. Das ist Seegras, glaube ich. Ne? Ein Pilz da drin. Boah, der ist auch lecker. Mhm. Mhm.